Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute spielen wir mit der Oculus Quest Indes Unchained und Indes Unchained ist ein Exklusivtitel für die Quest. Leider, es scheint es erstmal nicht für den PC, aber ja, kann eventuell noch kommen. Aber jetzt erstmal zur Quest-Version. Ja, die hat natürlich auch große Vorteile, wie der Name schon sagt. Wir sind losgelöst von den Fesseln und können uns frei im Raum bewegen, können draußen spielen und ja, allein das Feeling, gerade sich immer wieder drehen zu können, ohne dass das Kabel stört, war natürlich genial. Zielen geht echt super, also ich habe jetzt keine großen Probleme gehabt. Kleines Manko, ich ziehe gerne den Controller komplett so, dass er so neben dem Ohr ist. Da gibt es dann ein bisschen Probleme mit der Quest-Version, weil die Kamera den Controller nicht mehr richtig tracken kann. Und ja, da gibt es natürlich dann so kleines Problem. Aber wenn man dann wirklich nur so zieht, ist es auch vollkommen in Ordnung. Und man trifft die Feinde auch, wenn sie weiter weg sind. Also kein Problem. Grafikabstriche muss man natürlich machen zur PC-Version, ist natürlich auch ganz klar. Trotzdem, ja, gefiel mir echt gut. Also ich habe jetzt keine großen Schnitzer gesehen, keine großen Probleme. Die neue Map The Abyss ist ja so ein Höllenthema angelehnt, ist sehr rot, dunkel und ja, Hölle halt. vorab, ich bin nicht zum Endgegner gekommen, also das ist wirklich nur so ein kleines First Impression, First Einblick, wollte ich schon sagen, erster Einblick und ja, den wollte ich euch jetzt zeitnah wirklich präsentieren. Ich werde es natürlich nochmal probieren und mal schauen, ob ich dann bis zum Endgegner komme, mal schauen. Aber der Entwickler sagt schon, es soll wohl 50% mehr Inhalt bieten als der Vorgänger, so habe ich es verstanden. Und ja, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Das ist die Preview-Version. Es sind schon Sachen freigeschaltet, die man sonst im Spiel erst freischalten muss, wie die Armbrust, mit der ich aber jetzt noch nicht gespielt habe. Also ich spiele mit dem Bogen irgendwie lieber. Und ja, es gibt gewisse Sachen noch nicht, die in der Vollversion auch enthalten sind. Ja. Aber gut, es ist ein erster Einblick für euch. Dann könnt ihr euch entscheiden, lohnt sich das Spiel am 23.07. zu kaufen? Also ich finde schon, also mir hat es jetzt echt mega Bock gemacht und man kann das echt so lange spielen und so oft. Und die, ja, die Level ändern sich ja sowieso immer. Was mir jetzt bei The Abyss gefehlt hat, ist die Hintergrundmusik. Aber da es eine Preview-Version ist, kann das natürlich auch noch kommen, nachgereicht werden. Also das hat mir so gut gefallen bei Indes, dieses, ja, dieser Mönchgesang zwischendurch mal. Ja, aber nichtsdestotrotz, cooles Game, super umgesetzt, die Portierung funktioniert echt super. Aber ich würde sagen, schaut euch das selber mal an und ja, viel Spaß beim Gameplay. So Leute, willkommen bei Indes Unchained und ja, Unchained passt, denn wir sind ohne Kabel, also ohne Ketten. Das ist das Gute, ich kann mich jetzt hier drehen, wie ich will im Raum. Das Kabel stört nicht mehr. Also das hat bei dem Spiel auch echt schon gestört. Also in VR stört es eigentlich immer. Aber bei dem Spiel hat es mich persönlich oft gestört. Ich zeige euch hier eine Preview-Bild. Das heißt, es ist eine abgeänderte Version zur Vollversion. Wir können gleich direkt in The Abyss. Das wird sonst immer erst freigeschaltet. Oder man muss es erst freischalten im Vollspiel. Wir haben schon Bogen und Armbrust da stehen, die wir auch sonst erst freischalten können, die Armbrust. Und ja, Paradise Lost ist auch noch nicht verfügbar, kommt auch erst später rein. Und ja, aber trotzdem, ich bin gespannt auf diese Version hier, die Oculus Quest Version. Und ja, auch wenn die Grafik wahrscheinlich ein bisschen abgespeckt ist, sieht es aber trotzdem echt gut aus, finde ich. Also ich glaube nicht, dass das Spiel der Spielspaß einen Abbruch tut, wenn es hier ein bisschen schlechter als im PC aussieht. Besonders ohne Kabel macht das nochmal, ja, der Spielspaß ist dadurch enorm angehoben, finde ich. Ist auch nochmal was ganz anderes. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach vorne. Also Bewegung ist wie immer mit dem Bogen oder hier diesen Splitter, den wir per Grip-Taste haben. Und ja, im normalen Spiel hat man noch die Möglichkeit, oder in der PC-Version, die Möglichkeit auf sich langsam so fortbewegen. Das ist momentan hier auch noch nicht drin. Also wir können uns nur per Snap-Turn, per Teleport bewegen. Aber okay, wird bestimmt noch nachgereicht. Und da es eine Preview-Build ist, kann man davon noch absehen. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Bogen an. Also ja,
Der sieht auch leicht abgeändert aus zur normalen Version, was ich so gesehen habe. Ich habe es aber auch schon länger nicht mehr getestet. Von daher kann natürlich sein, dass es ein bisschen anders jetzt aussieht. Auch in der PC-Version. Und hier ist der Abyss. Ist so ein bisschen höllenmäßig angehaucht, das Ganze. Was haben wir da oben noch, was momentan nicht zur Verfügung steht? Unavailable in Preview Build, also da können wir auch nicht rein. Und ich würde sagen, ja, let's go und ich zeige euch The Abyss. Mal gucken, was uns da erwartet. Need a break, exit the game and continue from this point when you're ready. Nein, wir wollen jetzt nicht hier raus, wir wollen spielen. Ja, wie wir sehen, ist schon viel, viel düsterer als das, als die normale Map. Und mal schauen, was uns hier so erwartet und was für Gegner so kommen. Okay, das wird wahrscheinlich auch am Anfang nicht sein, denke ich mal, dass man sich hier schon Sachen aussuchen kann. Und ich würde mir gerne hier auch den schnappen. So, und dann den noch. So, jetzt haben wir Eis, Feuer und Normal. Das Ganze können wir immer hier auswählen an den Buttons. Wir spielen erstmal mit dem Normalen weiter. Und let's go. Ich glaube, unser HP ist auch ein bisschen angehoben, damit wir eine Chance haben, weil man muss für diese Map hier echt extrem gut sein und sich vorbereiten in der normalen Map. Und mal schauen, ob wir überhaupt eine Chance haben hier. Ah, oh, der war schon mal gut. Der war schon mal sehr gut. Ah, oh, Leute. Klappt ja schon mal gut, ne? Oh, da kommt was Fliegendes. Wollen wir mal so einen Sniper-Schuss probieren? Ne, den kriegen wir auf keinen Fall. Okay, probieren wir mal hier irgendwo zu landen. Okay. Mir fehlt hier noch ein bisschen Musik. Wie es in einem anderen immer war. Na komm. Okay, da haben wir wieder irgendwas gehört. Ah, da! Wir hatten auch noch ein Schild, oder? Ja, okay. Manchmal, wenn ich nachladen will, nimmt er nicht direkt den Pfeil. Kann natürlich an dem Tracking liegen von der Quest. Na. Okay, wo wollen wir hin? Dich kennen wir doch, oder? Okay, Grip-Taste auf dem Bogen. Controller, dann haben wir unser Schild. Okay, die sehen nicht mehr ganz so toll aus, die Ritter. Wie in der PC-Version, aber gut. Shut the fuck up! Okay, wo willst du hin? Und klar muss man hier Abstriche machen, was die Grafik anbelangt, aber ich finde es vollkommen in Ordnung. Also für die Quest-Version ist echt super. Auch hier in der Weite, der Turm, der sieht echt noch cool aus. Klar ist das, auf den Gegner, wo ich jetzt ziele, der ist in der PC-Version natürlich ein bisschen besser zu sehen. Ich treffe den auch noch. Aber stört mich jetzt absolut nicht. So, können wir noch auf die Dächer? Ja, auf die Dächer können wir auch noch. Komm, wir landen mal da unten. Oder ist das schon zu weit weg? Nee. Thank you.
Also mir speziell fehlt hier echt Musik. Komm, wir nehmen mal die Brandpfeile. Okay, wir haben irgendwas gerade freigeschaltet bekommen. Okay. So, ist da noch irgendwas? Nee, ne? Da. Ist auch nochmal hier so ein. Das macht am meisten Spaß, irgendwie von dieser Entfernung anvisieren und dann auch eventuell auch noch treffen, wenn man Glück hat. So, da wollen wir auch noch hin, oder? Ja, okay, sollte jetzt. Ja, der hat direkt einen ins Gesicht gekriegt. Aber Level-Design gefällt mir echt total gut. Komm, da wollen wir auch noch hin. Hier ist auch nicht so ganz klar, in welche Richtung man muss. Das war in der normalen Version oder in der normalen Map besser ersichtlich, fand ich. Aber gut, es soll natürlich auch schwieriger werden. Gut, Texturen sind okay. Okay. Oh, da ist irgendeine Hexe oder so. Burn, baby, burn. Ah, der hat gesessen. Okay. Schrapnellblast. Ich bin eigentlich mit unseren Pfeilen momentan zufrieden. Ne, ich bleib bei denen. Aber wenn wir jetzt keine hätten, ist man natürlich froh, dass man überhaupt spezielle Pfeile bekommt. Gucken wir hier nochmal. Wow, okay. Jetzt müssen wir... Hoch, hoch. Wo ist der Kollege? Okay. Aber wir nehmen erstmal wieder normale. Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen, dass wir hier wirklich nochmal schwierige Gegner kriegen, aber denke ich mal schon. Kann natürlich auch sein, dass ich vorher sterbe. Unholy wind, push them away. Wie viel hätten wir denn davon? Hm. 20. Egal. Können wir probieren. Eis kennen wir alle. Unholy Wind kenne ich noch nicht. Gerade kamen irgendwelche Geräusche, das hört sich so an, als ob einer hinter mir wäre. Oder seitlich. Okay, ist da der Platz, wo wir hin müssen? Ja, kannst du schreien. Junge! Bring down the heavens. Oh, jetzt wird es aber hier interessant. Komm. Die will ich jetzt alle ausprobieren. 6. So, machen wir erstmal Unholy Wind. War da ein Gegner? Kommt ein Gegner? Nee. Okay.
Sind wir jetzt wieder am Anfang? Ja, oder? Wir sind wieder am Anfang. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir relativ schnell mal nach vorne kommen. So, da ist der Anfang und wir wollen eigentlich wahrscheinlich in die Richtung, oder? Ja. Okay. Sorry, Leute. Mal gucken, wie wir da runterkommen. Am sichersten. Naja. Also, das ist jetzt nicht so der Burner. Mal gucken, was der nachher bringt. Okay, da oben ist noch. Okay, da ist so ein kleiner Endgegner. Na komm. Hässliche Kreatur, du. Okay, der sieht schon gefährlicher aus. Da ist doch noch irgendwas. Die Ritter kommen mir irgendwie hier größer vor. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal ein bisschen was Größeres erledigt. Oh, das ist so herrlich ohne Kabel, ne? Auch wenn ich mich wahrscheinlich nicht so mega viel bewege. Ist trotzdem schöner als sonst. So. Jetzt geht's nach da. Da, wo wir hin sollen. Warten da jetzt gar keine Gegner mehr auf uns? Was sagt ihr zum Level-Design? Also bisher gefällt es mir ganz gut. Aber die erste Map hat natürlich auch was für sich, finde ich. Besonders für Leute, die nicht so wirklich gerne im Dunkeln spielen. Weil das ist schon ziemlich dunkel gehalten, das Ganze hier. Okay. Habe ich jetzt hier eventuell wieder so einen Shop? Need a break. So, mit Gold können wir uns hier jetzt irgendwas kaufen. Restocks Ammo for One Arrow Type. Also wir haben jetzt 5 noch von denen, 19 von denen. Wir müssen eigentlich nicht unbedingt irgendwas kaufen, ne? Heilung, komm. Heilung nehmen wir mit. So, ein Heilungstrank und dann geht's auch weiter. So, weiter geht's nach Mordor. Wow. So. Da ist einer. Machen wir hier mal. Wow. Direkt Headshot. So, den verpassen wir auch direkt einen Headshot. Ach, da ist, guck mal, da ist so ein Kollege.
Den mögen wir gar nicht, ne? Okay, hat er automatisch genommen. Okay, schauen wir mal, was wir sonst noch hier erleben dürfen. Wow, hier braucht man schon eine Lampe. Oh, guck mal, die dicken Engel. Man könnte natürlich auch da hoch. Komm, wir ballern erstmal auf die hier. Okay, komm, die holen wir uns. Ah, der hat mich noch erwischt. Den habe ich nicht gesehen, den kleinen fetten Engel. Ich würde gerne gucken, was da oben noch ist. So ein hässlicher Typ ist da. Oh, Sebastian, treff! Da unten fliegt was, habe ich gerade gesehen. Okay. Ja, da ging einfach was. Alter, hab ich mich erschrocken. Ich wusste, hier kommt irgendwas auf mich zu. Alter. Mein Herz. Boah, du bist hässlich. Definitiv. Aber geht alles echt leicht von der Hand. Zielen. Und ich würde jetzt sagen, dass ich nicht der beste Schütze hier bin. Aber trotzdem treffe ich die Gegner, auch wenn die ein bisschen weiter weg sind. Also ich finde es vollkommen in Ordnung. Ah, da ist wieder so ein... Krieg ich den von weiter? Bisschen drüber, oder? Scheiße, nein, den krieg ich nicht. Okay, komm, ein bisschen näher ran. Oh Gott! Ich wollte mich eigentlich wegteleportieren, aber im Eifer des Gefechts... Ah, guck mal da. Kleine Dicke da wieder. Da, den kriegen wir. Schade. Aber der will es aber jetzt wissen, ne? Slow them down. Hm. Boah, der ist aber sneaky, ne? Sneaky, sneaky. Komm. Also die sind echt gut, wenn eine mega Truppe da ankommt. Die kann man dann wegfegen und dann erstmal auf dem Boden die Leute ausschalten.
Wann krieg ich denn nicht? Weil ich schlecht bin. Komm. Gut, dass der genauso schlecht zielt wie ich. Okay, Kopftreffer sind immer gut. Also die Map ist echt riesig. Kommt jetzt auch noch nicht zu. Oh, den habe ich sogar erledigt. Wow! Komm, ich will Action. Okay. Ich muss jetzt mal kurz gucken, ob einer von hinten kommt. Huh, let the dogs out. So, ich glaube, die sind echt magisch. Wir packen die weg. Ja, ich bin dafür. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich auf der PC-Version ein bisschen einfacher zielen konnte. Wo ist er hin? Der taucht jetzt irgendwo neben mir auf, oder? Wo ist er hin? Verdammt. Okay. Aber hoch brauchen wir eigentlich nicht mehr. Aber wir können ja relativ schnell runter. Von daher ist es ja auch egal. Na komm. Die Richtung. Dürfen Sie es nicht ablenken lassen. Aber einmal Snap-Turn benutzt, schon weiß man nicht mehr ganz genau, wo man war. So, da wieder runter. Da hört sich gerade was. Ja, im Flug. Ah, ich mag eigentlich den Bogen immer relativ weit spannen und dann spackt die Octus Quest natürlich ab, also muss man ein bisschen weniger dran ziehen. Ah, das ist wieder so ein Dicker. Wow! Okay, den haben wir auch. Ich will jetzt nicht die ganzen Feuerpfeile verballern. Nein! Weg, weg, weg!
Puh. Fire at the Catalysm, okay. Oh, der hat gesessen. Okay, der... Irgendwo kommt jetzt was? Gewusst. Komm. 20. Versuchen wir erstmal damit klarzukommen. Sprengpfeile waren das, okay. Damit komme ich klar. Sollen wir mal gucken, ob wir da oben hinkommen? Nee, okay. Da gibt es keinen Weg. Wow. Warum explodiert da nichts? Ich bin down, ich bin down. Oh Gott, oh Gott. Vierter Platz. Lasse Mortensen, das Get to the Job of VR. Ja, von dem Kanal habe ich auch schon mal gehört oder habt da was von gesehen. Der macht so ein bisschen auf Ani. Ja, ja, mehr will ich euch auch gar nicht, eigentlich gar nicht zeigen. Also, Fazit, die Oculus Quest Version funktioniert echt super. Ich bin echt begeistert. Und ja, wir können hier, wie gesagt, noch unser Bogen, ne? Damit kann man natürlich auch spielen. Damit kann man viel weiter oder viel schneller schießen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie man sich damit vernünftig fortbewegt. Weil ich kann hier nur den spannen. Und egal, oder? Ah, nee, okay. Ja, mit den Buttons kann ich dann hier wirklich... Ja, ist natürlich cool. Also man kann hier echt relativ schnell auch nachladen. Vielleicht ein bisschen schneller sogar als mit dem Bogen. Aber mir persönlich gefällt der Bogen besser. Aber es muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Vielleicht macht es am Ende sogar Sinn, den zu nehmen. Aber den muss man wirklich im vollen Spiel freischalten. Den hat man nicht so von Anfang an. Macht wahrscheinlich auch Sinn, dass man erstmal ein bisschen mit dem Bogen zockt. Ja, 8% ist nicht viel, aber ich wollte euch hier das Spiel zeigen. Und also ich bin begeistert von Indes, von der Quest-Version. Also ich habe jetzt nichts zu meckern. Wenn man die Grafik, ja, Einschnitte so ein bisschen sieht, ist es vollkommen in Ordnung. Und ja, aber wie ihr ja seht, sieht trotzdem echt fantastisch aus und hat einfach was. Die neue Map gefällt mir auch gut. Ist natürlich so ein bisschen mehr dunkel gehalten. Die andere war ziemlich hell, außer wenn man so ein bisschen in den, ja, Katakomben, sage ich mal, war. Aber echt top gemacht, top Umsetzung. Und ja, ich bin gespannt, was die nächsten Updates bringen. Und mit The Abyss haben wir wirklich, ja, der Entwickler schrieb so 50% mehr Inhalt als die normale PC-Version. Und ja, da können wir uns auf mehr freuen. Ich werde es definitiv nochmal zocken und vielleicht euch bei der Vollversion das dann nochmal zeigen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, der kleine Einblick hier. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Und ja, lasst mir doch einfach ein Abo da, würde mich freuen, ja, wenn ihr meinen Kanal unterstützen würdet. Und ja, die Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt, wenn es Livestreams gibt und so weiter und so fort. Also ja, Dankeschön fürs Zuschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.